Wie schaut's aus? Ich bin on air. Jedenfalls hört sich so an. So, schön, dass ihr da seid. Heute an diesem regnerischen Sonntag. Jedenfalls regnet es hier die ganze Zeit. Ich nehme an, wenn ich jetzt hier auf Bearbeiten drücke, steht da wieder Pac-Man. Nein, steht nicht. Wir gucken mal. Doch, steht wohl Pac-Man, ich wusste es. Achso, das immer ändert, ne? So, wir spielen heute Uncharted Teil 2 Among the Thieves. Wir haben ja letztes Wochenende quasi die Kollektion mit dem ersten Teil angefangen und in einem durchgespielt. Das war letzten Samstag. Und heute ist natürlich dann der zweite Teil dran. Auch in einem durch. Ich bin gespannt. Wir haben das letzte Mal für den ersten Teil, lass mich lügen, 6,5 Stunden gebraucht. War interessant. Kurze Zusammenfassung. Wir haben aufgrund unseres Großopas einen Ring gehabt, der uns nach Eldorado führen sollte. Eldorado ist aber so ein Maya-Sarkophag gewesen, wo jemand drin war und der hat so Pilze versprüht, also der Typ, der da drin war, dass Leute ganz schnell zu Zombies wurden. Als wir das dann erkannt haben, mussten wir das Ding natürlich vernichten, beziehungsweise so wegschaffen, dass... Warum lädt er denn hier so lange? So wegschaffen, dass er keinen Schaden mehr anrichten kann, weil nämlich andere den haben wollten und verkaufen. Genau. Im Grunde ist es das schon. So, im Schnelldurchlauf. Dabei habe ich natürlich einen Kumpel und eine Frau, ne, mit der es so ein bisschen hin und her geht. Aber ja, eigentlich dachte ich, ich bin Schatzjäger. Letztendlich habe ich dann nur die Welt gerettet. Oder was heißt nur? Ich habe dann die Welt gerettet. So, er lädt hier nicht so richtig das Bild von mir. Ich hoffe aber trotzdem, dass ich on bin. Wie klingt denn Sound und Co., Herr Zwerg? Alles tutti? Können wir loslegen? Oder muss noch was justiert werden? Oder hört man wieder ein Echo oder so? Alles klar. Und dann wollen wir mal. Das sieht aus, als hätte ich schon wieder Probleme. Das ist mein Blut. Mein Blut, verdammt viel von meinem Blut. Hochstemmen. Oh. Okay. Die gehen seitlich. Zum
hinten auch recht. Nein, wir gehen hinten auch. Ah, okay. Nein. Ich würde sagen, das ist tief. Wieder genau das Richtige für die Princess und ihre Höhlans. Alles okay. Oh, oh. Alles okay. Komm. Oh, oh. Nein, 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 nein. Ja, fast. Ich hatte gedacht, er springt gerade. Ach nein. Ist okay, komm. So, das ist natürlich jetzt ein bisschen fies mit der Kamera, weil ich dachte, ich bin gerade in die richtige Richtung gesprungen. Okay. Oh Junge, du hast echt kein Glück. Kann das sein? Okay, wieder diese Rohre. Ein Pimpel! Ich habe keine Ahnung, wie ich hier gekommen bin. Komm, beeil dich. Weißt du, du hast ein Loch im Bauch. Junge, musst du Muskeln in den Fingern haben. Ach, so. Ganz allein, Seemann? Harry Flynn?
Hey! Was zur Hölle machst du denn hier? Ich hab dich gesucht, Mann. Oh oh. Sollte ich mich freuen oder lieber nicht? Von beiden ein bisschen. Komm her. Ich hab einen Job für uns. Ach ja? Ein Kunde will uns ein kleines Vermögen teilen, wenn wir ihm ein ganz bestimmtes Objekt beschaffen. Und weiter? Tja, und jetzt kommt der Haken. Oh nein, du bist ja verrückt. Ja, lass mich ausreden. Wir beide kennen zwei Typen, die beim Einbruch ins Museum draufgegangen sind. Und einen, der es geschafft hat. Gerade so. Ich schaff das nicht ohne dich. Du bist der Einzige, der da reingekommen ist und weiß, dass man zwei für den Job braucht. Nein, nein, nein. Drei braucht man. Ja. Und wo wir gerade vom Teufel sprechen? What? Chloe Fraser. Nate Drake. Nathan Drake. Hallo, Harry. Chloe ist einer der besten Fahrer in dem Geschäft. Das kannst du mir glauben. Bestimmt. Hm? Pass auf. Ich habe alles geplant. Rein durch die Kanalisation. Kann's kaum erwarten. So kommen wir in den Hof und von da klettern wir dann die Mauer rauf. Überqueren das Dach und lassen uns in die Ausstellungshalle runter. Und bingo. Und wozu der ganze Aufwand, fragst du dich sicher? Tu ich nicht, aber nur zu. Das ist es? Eine Öllampe? Ja. Die ist wertlos. Was soll das? Haben wir uns auch gefragt. Genau deswegen sind wir hier. Tja, er arbeitet wohl für einen Spinner. Einem Sammler mit einfach zu viel Zeit und zu viel Geld. Und ganz nebenbei erwähnt, das ist es nicht wert. Jetzt wart doch. Wie steht's denn so mit deinem Schullatein, Nate? Woher hast du das? Ausgeliehen. Von dem Spinner, der zu viel Geld hat. In Trabesund wurden wir von Dieben überrascht. Vater, Maffeo und mir wurden die Schätze gestohlen. Das Schriftstück ist von Marco Polo. Ja, so weit waren wir auch schon. Stell dir vor. Dummerweise ist der Rest davon Unsinn. Hey, Moment. Damit sie niemals in falsche Hände falle, verbarg ich meine Sorge am unwahrscheinlichsten Ort. Das Licht des großen Kahn hütet das Schicksal der 13. Sag ich doch, totaler Blödsinn. Er meint die verschollene Flotte, verstehst du? Ja. Hallo, klärt mich bitte jemand auf? Marco Polo verlässt China. Mit 600 Passagieren und 14 Schiffen voller Schätze von Kublai Khan. Und anderthalb Jahre später erreicht er Persien. Mit nur noch einem Schiff und nur 18 Passagieren. Und dabei hat er jeden einzelnen Schritt seiner Reise notiert. Nur nichts über die Schiffe und die Passagiere. Also sind da irgendwo 13 Schiffe mit den Schätzen des Kaisers, die nur gefunden werden müssen? Ja, und das weiß auch euer geschätzter Kunde. Hier, die Lampe. Voller mongolischer Schriftzeichen. Ganz bestimmt ein Geschenk von Kublai Khan. Das Licht des großen Khan hütet das Schicksal der 13. Marco Polo hat was in der Lampe versteckt. Ein Hinweis, wo seine Flotte geblieben ist. Tada! Wir haben einen Abenteuer. Wir hauen den Typ übers Ohr. Keine Frage. Bist du dabei? Aber klar doch. Was soll denn schon schief gehen? Ja, so ziemlich alles, würde ich sagen. Da wird das durch. Ich muss. Weil ich.